Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ging regelmäßig an den Gräbern in Baqi vorbei und sagte: Gottes Frieden und Segen sei mit euch, o ihr Bewohner von Baqi. So Gott will, werden wir bald mit euch sein. O Allah, vergib den Bewohnern von Jannatul Baqi. In diesem paradiesischen Garten fanden Söhne und Töchter, Mütter und Väter, Tanten und Onkel, treue Gefährte sowie selbstlose Märtyrer ihre letzte Ruhe. Unser Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sandte seine Grüße regelmäßig an die Bewohner von Jannatul Baqi und vergoss für sie Tränen. Und wie sehr wird wohl das Herz des Propheten angesichts der aktuellen Umstände um Baqi trauern? Im 19. und 20. Jahrhundert noch war Medina eine wunderschöne Stadt mit historischen Einrichtungen, die an die stolze islamische Geschichte erinnerten. Besucher aus aller Welt berichteten von wunderschönen Landschaften und einer Magie, die über der Stadt Medina lag. 1924 erschienen die Saudis mit ihrem wahhabitischen Glauben und veranstalteten ein Massaker in den heiligen Städten. Menschen wurden auf offener Straße erschossen, Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht, man hatte nicht mal Rücksicht auf Frauen und Kinder. Es wird berichtet, dass überall Leichen lagen, dass die Stadt im Blutbad unterging. Es gab kaum einen Baum, an dem nicht eine Leiche hing. Diesem barbarischen Übergriff der Wahhabiten und der Saudis ergab sich Medina im Jahre 1925. Das führte dazu, dass die Saudis mit ihrem wahhabitischen Glauben die Macht übernahmen und historische Einrichtungen des Islams zerstörten. Unter anderem das Grab von Hamza, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, und die Gräber der ehrenvollen Märtyrer vom Krieg in Uhud. Jahrhundertealte Erinnerungen an ehrenvolle Frauen und Männer, die ihr Leben für den Islam gaben, wurden durch die Hand der Wahhabiten zerstört. In ihrem Zerstörungswahn standen die Saudis auch kurz davor, die grüne Kuppel über der Prophetenmoschee zu zerstören. Einzig und allein der internationale Druck hielt sie davon ab. Dieser wurde ausgeübt insbesondere vom Iran, dem Irak, Ägypten, Indonesien und der Türkei. Die saudisch-wahhabitische Zerstörung wurde vorangetrieben bis Jannatul Mu'alla in Mekka, dem Friedhof, in dem Khadijatul Kubra, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam, begraben liegt. Hier wurde ihr Grab als auch das Grab von Abu Talib, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zerstört. Sie terrorisierten die Ruhestätte der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ironischerweise behaupten gerade jene, die Erinnerungsstätte und Grabstätte islamischer Persönlichkeiten zerstören, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam und seiner Sunna folgen, obwohl in der Sunna nicht ein einziges Mal erwähnt wird, dass der Prophet etwa Grabstätten zerstört hätte. Es wird eher deutlich, dass diese Menschen nichts mit den islamischen Wurzeln und mit der islamischen Lehre zu tun haben. Sagt denn nicht etwa Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Koran in Surat al-Hajj: Und wer Allahs Riten hochachtet, dies ist gewiss von der Frömmigkeit der Herzen. Was wollen diese Menschen Allah subhanahu wa ta'ala im Yawm al-Qiyamah antworten, wenn er sie fragt, warum sie die Moscheen und warum sie die Erinnerungsstätten und Gräber der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zerstörten? Erinnert uns Allah subhanahu wa ta'ala etwa nicht darin im Koran, indem er sagt: Und es werden euch Allahs Zeichen gezeigt werden, welche dieser Zeichen wollt ihr dann leugnen? Aber auch sie werden eines Tages in ihre Gräber gelegt und werden vor den Menschen geführt werden, deren Heimstätte sie zerstört haben. Doch diese Menschen werden es niemals schaffen, das Licht Allahs auszulöschen, denn eines der größten Lichter Allahs ist immer noch unter uns und eines Tages wird er in Mekka erscheinen. Die Lügen dieser Menschen werden brechen, so wie die Kaaba den Bruch als Zeichen der Geburt von Ali ibn Abi Talib enthält. Eines Tages wird Imam al-Mahdi in Medina das Grab des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam besuchen und die Gräber von Baqi grüßen. Und über diesen Gräbern werden nicht mehr Asche und Staub sein, sondern großartige Kuppeln und wunderschöne Moscheen. Und sie werden es niemals schaffen, Allahs Zeichen zu verdecken. Denn Allahs größtes Zeichen wird noch kommen, inshallah.